Alright. Aber ich habe das Gefühl, Happy Alex invaded mich early. Ich habe das Gefühl, die invaden mit Silas. Minions have spawned. Ja, Rennington musste jetzt natürlich aufpassen. Okay. Ja, wir junglen uns nach oben. Wir werden da zwar keine Prio haben. Aber wir haben natürlich gutes Gank-Window mit Rennington gegen Varus Top. Aber wir wissen noch nicht, wo der gestartet hat. Natürlich die Möglichkeit, dass der Jarvan das einfach covert. Aber dann würde er Camps droppen, nur um Toplane zu covern, aber das kann auf jeden Fall sein. Richtig. Ich könnte hier tatsächlich einfach chillen. Okay. Damit hat er nämlich einfach nicht gerechnet, weil es halt sehr, sehr ungewöhnlich ist. Wait, ist eine Grasp? Sorry.
Goblin hat keinen Flash. Schönes Ding. Vielleicht schlafen. Der überlebt das actually. Aber dass er da stayed, ist natürlich großer Grief. Jetzt pusht die Wave weg von ihm und er ist kinda doomed. Also der Jarvan ist Botside, okay. Das ist schon Bot, nicht Botside, lul. Aber das habe ich ja gecallt, ne? Das ist der Jarvan-Bot, das ist ja auch klar. Wir haben ihn top, wir haben top Void Grubs genommen, ihn weggetrieben. Aber das ist ein sehr gutes Game von mir gerade. Ich spiele sehr gut. Wir sind 3-0, wir haben großen Lead. Wir werden komplett durchclearen, einmal den Drachen ignorieren. Meine Botlane ist auch immer noch gut dabei. Scaled halt extrem. Ich muss trotzdem einmal hier top, Bot-Top jungeln, weil wir Blue Buff brauchen. Was schade ist, dass obwohl wir so viel Topside-Pressure haben oder so oft Topside waren, dass wir halt immer die Kills bekommen haben und dadurch mein Top-Laner nicht die Lane gewinnt, sage ich, während er ihn gerade solo-bolot. Never mind. Schön. Es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der Jarvan meine Topside invaded hat. Und wenn er es jetzt noch nicht getan hat, würde es jetzt auf jeden Fall tun. Aber dafür nehmen wir Drake. Und wir werden in einer Minute Void Drops machen. Am Trollen die Gegner.
Wenn die nicht Barrier hat, dann ist sie tot. Hat aber leider Barrier. Schade. Lol, Braum hat mich geschildert. Ich hab geultet. Durch das Shield. Junge, die Gegner haben so getrollt, aber mein Team hat einfach noch härter getrollt. Scheiße, Mann. Und dadurch, dass Braum mich geschildert hat, hat Braum Assist auf den Top-Lane-Kill bekommen, den ich dann durch meine Ult bekommen bzw. assisted habe. Wie das? Nice one. Ach, herrlich. Gutes Game. Good gaming, Chat. Good gaming. Der läuft hoch. Den Kill mir sonst auch geholt. Ich werde Vahari spielen, aus dem Grund, weil ich glaube, dass der Jarvan da ist. Ja, der ist nämlich Topside. Und ich möchte nicht abgeben. Ich kann aber nicht pingen. Gutes System, Riot. Junge, ich bin so lange denied von Pings, ist das krass. Die Vex moved runter.
War doch klar, dass das passiert, oder nicht? Add Toplaner. Ja, der tippt da gleich rauf. Auf Mitte der Renekton. Oder auch nicht. Dann nehme ich die mit Wave. Bait-Ult an der Stelle. Ist das krass. Ist das krass. Ja. Ne? Ja, wir gehen jetzt Sonjas, weil die Gegner müssen auf mich reindiven, um das Game hier zu gewinnen. Jetzt können wir Topside invaden von dem Jarvan. Oder wir rennen einfach top durch. Gut, TP ist jetzt ein bisschen sehr krass. Ah, wurde aber ordentlich gehopst. Die Q war natürlich kompletter Quatsch. Und wir sind so krass overrotated, dass wir jetzt Mitte und Bot-Turret verlieren. Well done, well done. Das war echt richtig scheiße. Ja, wir müssen hier für Top jetzt noch gehen. Ich hatte durch die Burn-Items Turret aggro. Void Drops geben uns genug. Let's go. Leider hatte ich da noch keinen Seekers, das wäre natürlich sehr geil gewesen. Dann hätte ich da die Jarvan-Ult sonjassen können. Ich meine, der Alex, der spielt gut, der Jarvan, ne? Ja, keine Frage, aber irgendwie spielen wir einfach besser in dem Game. Aber das ist hier, also beide Jungler spielen echt gut. Ist eher, sein Team ist eher das Problem. Mein Team ist ein bisschen zu cocky, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so. Dadurch werden hier immer hier Sachen abgegeben, die wir nicht abgeben müssten. Auch das hier ist halt so aggressiv, ne? Und dann für einen Supporter-Kill zu flashen und zu cleansen.
Ist halt, also ist halt nicht worth so, ne? Hat jetzt einen Kill und einen Blue Buff dadurch bekommen. Und stirbt vielleicht sogar noch. Ja. Also die... Also die Qiyana, muss ich sagen, die gefällt mir nicht so. Ich glaube, die hätte da einfach den Jarvan kombon können, wenn sie... Wenn sie W an ihn ran, dann E't sie und dann ultet sie ihn an die Wand. Das ist ein Quatsch-Endcall. Ich will irgendwie beim Bogen schießen. Boah, ich glaube, ich könnte gut Bogen schießen. Oder? Chat, könnte ich Bogen? Wie gut wäre ich im Bogen schießen? Könnte ich was? Schon, oder? Ich glaube, Bogen schießen? Ah, Bogen schießen ist anstrengend, ne? Ich glaube, Bogen schießen ist ordentlich anstrengend. 6 von 10, 8 von 10, 2 minus, 4 von 10. Boah, 4 von 10 ist schon sehr pessimistisch. Damit wäre ich schlechter als der Durchschnitt im Bogenschießen. Ich glaube, alleine meine Hand-Augen-Koordination, die ich durch League of Legends trainiert habe, würde mir dabei helfen. Lecker. Ja, schlägt mir. Das ist ein Finish. Zählen nur die Vex, ne? Ich düs weg, Leute. Bill nimmt einfach eine Armbrust. Armbrust ist schon deutlich einfacher als Bogenschießen, ne? Weil da muss man nicht die ganze Zeit die Spannung halten. Aber das Laden von der Armbrust ist dafür ziemlich schwer, ne? Oh oh. Ja, wir chasen den Jarvan, dass sie nicht backporten kann. Dann ist das Game hier. G to the G.
Nice. Gute Arbeit. No joke, Chat. Die ersten Games haben wir die letzten Tage einfach straight up immer gewonnen. Aber dafür haben wir das zweite Game immer verloren. Das bedeutet, jetzt müssen wir die Tradition brechen und gewinnen.